Eolite und dann fliegen die erstmal. So, ich habe eine gute 21 gewürfelt, damit bin ich ganz zufrieden. Ich gucke gerade mal. Schlangenbrut, die kämpfen alle auf der 21. Ich habe mich mal auf die 15 kopiert. Bin auf Könnt ihr der eure 18. Token, genau, könnt ihr eure Halt Token mir einfach auf auf das 19. Initiativebrett daneben ziehen? Sind die eh nicht, ich finde die nicht mehr. Genau daneben. Auf der Ach, da. Charakter-Allgemeinseite. Wow, 12. Okay. Hast du keine Kampfreflexe oder Kampfgespür? Gute Frage, lass mich mal kurz schauen. Also ich habe beides und bin eben damit bei 14. Gut, Aufmerksamkeit unabhängig männlich. davon, ob die anderen, also Darian und Travigor, gesehen worden sind, ganz unabhängig davon, gehen wir jetzt in die Initiative. Ihr könnt, genau, das war der Ausgangspunkt. Dann sind die dahin gegangen und ihr die gleiche Strecke dorthin und jetzt beginnt der Kampf. Ich habe Kampfreflexe, was bringt das? Plus Plus 3 4. Ini. Plus 4. Plus Genau. 4. Bin ich auf der 16, also, okay. Gut. Ich ziehe einfach mal Niam gemeinsam mit ihrer Schlangenpforten Waffenknechten. Ich gehe einfach mal ja, mit der 13. Die haben die gleiche Initiative wie Dravigor. Und sie bewegen sich. 7 Schritt werden sie schaffen. Im Laufschritt dorthin. Machen das zu mit den Hellebarden und versuchen sie dann dort zu binden. Provozieren auch. Die anderen lassen das erstmal zu. Die ziehen ihre Waffen. Diese hier ziehen ihre Schwerter, diese hier oben nehmen ihre Armbrüste in die Hand und zielen jetzt vor allem auf Kasim. Mit dem lauten Ruf Alarm! Denn das sorgt eben auch dafür, dass die hier ihre Schwerter ziehen, beziehungsweise durch den lauten Ruf laufen die direkt los. Dann, Tavigor 13. Wir wurden bemerkt, was machen wir, hoher Herr? 3, 2, Ach, stürmen! Ich nehme meinen Undertale-Pender in der Hand, falls ich den nicht schon gezogen habe, und gucke ihn unschlüssig an. Dann 1. zur Stellung dort vorne. Dann würde ich losrennen. Gut. Wenn mir das sagt, rechtzeitig. Oh, das waren jetzt Darf 4 ich noch Schritte eine oder was? Kriegskunstprobe für ihn würfeln? Wenn du möchtest, klar, aber das wäre eine Aktion, die du aufwenden musst. Ja, doch. Da er mich ja gefragt hat, was ich mache, was ich mache, dann mache ich das ja schon. Gut. So. Ja, jetzt ist die Frage, wer ist alles mit mir im Kampf, auf die ich die verteilen könnte? Tja, aktuell noch kannst du sie nur auf Dravigo verteilen. Ich schätze aber nicht, dass ich jetzt alle 8 auf die verteilen kann, oder? Ne, nur 6. Ja. Aber Schade. ich mache das halt trotzdem, ne? Klopf sie mal auf die Schulter und er rennt los, wie ein Ja. treuer Hund. Dann steigt die Initiative von Dravigo auf. 19, oder? 13 plus 13 6. plus 6, finde ich gut. Gar nicht so schlecht. Ach, Nach krass, das Travigor geht. kommt Kasim, 15. Ja, Aktion, freie Aktion, Schritt. Aktion, Zauberspeicher auslösen. Okay. Das heißt, du Das dockst ist deinen Stab der. auf den Boden und zielst auf die beiden? Ja, respektive wahrscheinlich richtig den Stab auf sie und dann. Boostet der Stab ganz, ganz kräftig. Ja. Ich werde So, vorher das ist. ziehen und zwar ungezielt mit der Armbrust in deine Richtung feuern. Zweimal. Die 15 trifft höchstwahrscheinlich nicht auf die Entfernung, aber die 4 trifft. Nur 9. Ist trotzdem eine Runde. Geh mal eine Zone. Ja, würfel das selber aus, weil ich die nicht habe. Ich habe keinen Trefferzonenwürfel. Also, Kampf. wo ist der? Kampf, Trefferzone Ah. Bauch. Wie viel Rüstung? Ja. Peace. Rüstung. Ich habe keine Rüstung. Ich Du habe hast keine keine Rüstung. Kein. Rüstung. Wunschschwelle minus 2. Du hast eine Wunschschwelle von 7. Bei 5 ist die erste. Bei Und dann 10 bei die zweite. 4. Nee, nicht. Nee, bei 5 plus 7 ist dann die Also. zweite. Also bei 12. Reicht Also nicht. Ist nur eine eine Wunde. Wunde. Selbstüberschauungsprobe. Die ist plus. Schaden über der ersten Wunde. Das heißt 9. Die erste Wunde war bei 5. Also plus 4. Ja. Die Das ist 18 nicht schicke ich. gelungen. Möchtest du Die das 18. Schicksal punkten? Ja, die 18 schicke ich. Ansonsten ist der Plan hinfällig. Oh. Doppel Nein, 1. Doppel 1. Ja, Doppel krittet. 1. Ja. Du brichst den Bolzen ab und richtest deinen Stab auf sie.
Deine Augen funkeln eisig. Und ja, kannst auslösen. Schmerz zeigt nur, dass man noch am Leben ist. So, was ist da drin? Aeolithus? Ja, da was drin ist. Ein Aeolithus. Ich schmeiß erstmal, ob ich die Auslösung schaffe, aber das sollte eigentlich. Der Sturm war. Ja, jetzt kommt der Patzer. Bei der Selbstbeherrschungsprobe. Ja, vor allem bei der. Ich habe halt nur so Dulli-Zauber drin mit niedriger Komplexität. Das geschafft. So. Aeolithus Sturmvariante? Fragezeichen. Ja, die hatte 10 Sternchen, hatte ich vorher gewürfelt. Das heißt, die beiden Kollegen hier erleiden jetzt ein Niederwerfen, einen Angriff zum Niederwerfen, ohne TP, aber mit KK plus 10. Die Reichweite ist ZFP Stern mal 2. 20. Okay. Das ist dann ein freier Aktionsschritt. Okay, damit bist du genau drin. Basisbreite des Kegels. Und sie müssen jetzt eine KK-Probe schaffen, die um die ZFP Stern erschwert ist. Ja. Das ist, dann würfel ich mich keine Kletternprobe oder Körperbeherrschung, sondern dann machen wir das nämlich so. Und das ist geschafft von beiden. Schicksalspunkte dafür? Fragezeichen? 3 von irgendjemand anders? Ich hab keine mehr. Ist eine NPC-Probe. Habe ich meinen wieder? Ja, nee, du nicht, ne? Du bist ja. Du nicht, alle anderen schon. Kann ich meinen nicht hergeben. So, also, wollen die anderen die Schicksalsproben, die Schicksalspunkte jetzt für diese Probe vom NPC benutzen oder wollt ihr die für möchte, was anderes? Ich möchte da eine benutzen. Ich weiß zwar nicht, wie viel ich habe, aber ich möchte den benutzen. Ja, dann benutze ich den. Jo, alles klar. Die ganze Probe oder nur einen? Die ganze? Ja, habe ich mir gedacht. Einer fällt runter. Einer fällt runter. Dann segelt er den Turm. Genau. Ja, Fallschaden und dementsprechend, ich weiß gar nicht, wie hoch ist der Turm. Ich nehme ihn einfach mal aus dem Kampf raus. Zustand tot, beziehungsweise aus dem Kampf schwer verletzt. Spielt für den Kampf keine Rolle mehr. Gut, der andere segelt hier gegen die Wand gegen und bricht erstmal zusammen. Ist nicht tot, aber erstmal auch könnte seine Armbrust irgendwie neu spannen. Dauert halt ein bisschen. So, 14 ist durch. Ich hab noch eine Aktion, es braucht noch eine. Zweite Aktion, nochmal Zauberspeicher. Ich hole meinen Attributo. Attributo? Körperkraft? Fragezeichen? Ja, selbstverständlich Körperkraft. Alles klar. Bester Zauber. Das ist genau das gleiche Spiel. Die Selbstbeherrschung kostet ja keine. Nee, die kostet keine Aktion. Ja, ja. Das hattet ihr mit Jaland umgekehrt. So, damit habe ich jetzt eine Körperkraft von. Was ist mir aufgeschrieben? Notes. Schon clever, wenn man so einen Zauberspeicher hat und keine Aktionen mehr braucht. Ado, 15. Damit habe ich jetzt eine KK von 320. Warte mal, ich muss kurz nachschauen, wie weit der weg ist. Nee, das reicht nicht. Okay, nee, dann, da die uns gesehen haben, laufe ich hier vor. 8 Schritt, 9 Schritt, eine Aktion, nächste Aktion. Also darüber. Alles klar, nächste Aktion. Warte. 16 ist durch. Nee, ich bin noch dran. Beziehungsweise Darian. Aktion orientieren. Aktion orientieren, du gehst auf die vollen 6 Punkte. Genau, dann kriegst du 3 mehr. 19. 3 mehr, alles klar. Das war deine erste Aktion, wenn du aufmerksam bist. Ja, aber ich habe ja schon Kriegskunst benutzt. Also ich bin durch. Gut, richtig. Travigo hat noch eine Aktion. Also ich habe eigentlich geredet und mich dann bewegt. Jo, alles klar. Runga. Aktion Orientierung. Dann bin ich auf der 23. Und meine zweite Aktion muss ich dann noch nicht nutzen, weil ich in der höheren Initiative habe. Stimmt, die 21 ist dran. Die hier hatten schon vorgezogen, die hier haben ihr Schwerter gezogen und. Bam, 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 bam. Moment. 1, 2, 3, 4, 5. Sechs. Damit bin ich durch, bin gelaufen. Und hier entbrennt natürlich jetzt dann auch ein Kampf. Die ersten Hellebarden, die hier in die Richtung gestochen werden, die anderen Schwerter und Säbel, die in die Richtung gestochen werden. Und hier tatsächlich passiert sowas wie ein kleiner Flankenangriff. Denn sie sind nicht dumm, sie umgehen einfach den Stall und diese kleine Passage hier. Damit sind meine 21er Schlangenbrütler durch. Ronga. Jo, Aktion Position. Dritte darf ich. Geschwindigkeit müsste normalerweise 8 sein, es sei denn, du bist flink und dann abzüglich Behinderung. Genau, minus BE. Ich habe einer BE, also 7 Schritt. Ja.
Lass mal Pro-Tipp von mir. Freie Aktion außen vor. Genau, freie Aktion, immer noch ein Schritt geht auch, aber wenn du die nicht nutzen willst, ist das nicht weiter. Doch, nicht. Gut. Ich würde den Spaß mit der Kriegskunstprobe auch gerne noch machen. Ich habe ja noch eine Aktion. Nein. Ich habe dich auf der 16 gefragt, was du tun willst und... Achso, die verfällt dann? Ja, das natürlich darf man nur am Anfang des Kampfs machen. Zu schade. Nächstes Mal dann. Dann seid ihr meines Wissens durch, warum auch immer Edith auf der 27 ist. Und nächste Kampfrunde beginnt. Kasim, 15. Ganz kurz. Modifiziert der Attributo auch den Lebenspunkt-Grundwert? Meines Wissens ja. Wirklich? So. Ich glaube schon. Wird automatisch berechnet, aber. Müsste ja. Ja, genau. Okay, warte. Drei. Dann habe ich jetzt quasi wieder virtuelle Lebenspunkte. Zwei. Mehr. Paradeansagen. Ja, nee. Was? Parade? Aktion, Position? Parade hier bleiben und Eisschwert. Du willst ein Eisschwert. Jetzt wie lange dauert das? Der Stab ja nichts mehr, ist ja nichts drin. Eine Aktion? Ist gleich Flammenschwert. Eh nicht. Wird nicht neu berechnet. Okay. Hab gerade nachgeschaut. Gut, das heißt, du löst dein Eisschwert aus, das dauert eine Aktion, wenn du deine Zauberprobe schaffst und parierst ansonsten. Alles klar, dann ist 15 durch, 16. Alle Punkte in TP. 16. Ah, du bist das. Freie Aktion, Schritt nach vorne und dann werfe ich dem Typen ein Wurfmesser in den Rücken. Okay, Angriff von hinten. Bei 6 Meter. Angriff von hinten minus 5. 5, alles klar. Sofort ist getroffen. Ist er vergiftet? Nee, aber bisschen Schaden. Ja, alles 6 klar. Trefferpunkte. Dann bekommt er 6 TP minus seine Rüstung von 2 sind 4 TP auf Schläger 16. Beziehungsweise SP. Das war die erste Aktion. Zweite Aktion? Drei. Frage. Nee, ich warte zwei. Einfach. Dann verfällt sie. Alles klar. Trafigo. Ich bin im Nahkampf mit dem. Jetzt gleich, ja. Genau. Der ist direkt auf mich zugerannt, denke ich mal. Genau. Will nicht an mich vorbei oder so. Also von dem, was ich weiß. Ich würde gerne zweimal parieren. Und ruf, ergib dich! Zweimal parieren, damit wartest du auf seinen Angriff. Hast du ein Schild, ne? Nee, ich habe kein Schild. Also ich kein Schild. Kein Schild. Okay, das heißt, du würfelst du deine Waffe zweimal umgewandelt. Alles klar, dann ist Darian. Erste Aktion zielen auf den hier und dann schießen mit der Armbrust. Ja, Armbrust hattest du gespannt. Erste Aktion genau. Zielen, schießen, Entfernung sind? Entfernung ist 15, also nah, also keine Erschwernis, ne? In den Rücken minus 5. Er kann auch nicht ausweichen. Ja gut, das sollte dann relativ einfach sein. Ja, genau. Ist dann auch, dann würfel ich mal. Das ist noch ein Schaden mehr, weil es noch nah ist. Das sind dann 12 Schaden. Ja, 18, 12 Schaden minus 2 sind 10 TP. Das wird eine Wunde sein, auch wenn das nicht viel ist. Trotzdem würfel ich mal, kann ja immer was passieren. Schafft er. Freie Aktion, Armbrust fallen lassen. Armbrust fallen, dann geht sie kaputt. Könnte sie kaputt gehen, sehr wahrscheinlich. Könnte sie kaputt gehen, ja. Das ist okay. Okay, alles klar, du bist adlig, du kannst dir sowas kaufen. Genau. Freie Aktion, Armbrust fallen lassen, willst du noch dein Schwert ziehen? Ja, aber ich habe kein Schnellziehen. Also alles klar, dann erste Aktion ziehen. Dann bist du fertig. Die anderen sind dran. Ich habe keine Aktion mehr, also ich kann das erst nächste Runde ziehen. Ja, ja, genau. Die erste Aktion hast du angefangen. So, das hier, will wieder gesagt, wildes Gemetzel. Dann, der fällt in die Flanke. Der fällt in die Flanke. Nee, beziehungsweise er dreht sich um und orientiert sich. Und, also nicht regeltechnisch, aber er orientiert sich und sieht dich dann. Macht also eine Aktion, Position und kommt dann auf dich zu. Aber nur mit 7 Metern. Ist also noch nicht im Nahkampf mit dir. Aber er möchte sich dafür rächen. So, dann, er geht auf Dravigor. Dann würfel ich ihn einfach mal aus. Schlangenbrut. Der hat ein Schwert, nee, der hat eine Streitaxt. Und haut zweimal zu. Er hat eine höhere Initiative und weiß, dass du parieren willst. Das ist also, jetzt kommt der Würfel zweimal. Eins, zwei. Der erste Angriff ist gelungen, der zweite Angriff ist nicht gelungen, weil das Schwert um 4. Dann würde ich gern meisterlich parieren mit einer Erschwernis von 4. Das sieht misslungen aus. Dann bekommst du 8 TP in Trefferzone. Würfel ich aus? Kannst du machen, ich habe es jetzt gerade mal gemacht, rechtes Bein. Ui. Und deine nächste Aktion ist um 4 Punkte erschwert, allerdings trifft die zweite Parade nicht, sodass du
im Prinzip mit einer Aktionposition das gleiche wieder ausgleichen kannst. Mhm. Ich pack's mir gleich an. So, das ist durch. Hier, wie gesagt, wenn ich hier nichts tut, wenn ich nichts unternimmt, dann haben die gleich ein ganz großes Problem. Die 16 wurde schon angegriffen. Die 16 hat 4 Trefferpunkte bekommen von einem Dolch, dreht sich um, orientiert sich und findet den Dolchschmeißer. Ronga stirbt zwar auch wild auf ihn zu, aber... Ich zieh vor. Alles klar. Er bewegt sich. In die Seite rein, Sturmangriff in die Seite. Bewegt. Ja. So, ich gehe mal davon aus, wir treffen uns ungefähr hier. Ja, finde ich gut. Dahin läuft. Kommt gerade auf dich zu. Angriff in die Seite, minus 3. Jo, das macht dann plus 1. Ja. Mit einer 3 ist auf jeden Fall gelungen. Ja, sieht gut aus. Reparieren? Wahrscheinlich, ne? Er hat eine Aktion aufgewandt, um zu laufen. Das wurde jetzt abgebrochen, aber er kann dann noch parieren. Ja, kann er noch. Dann kann er halt nicht angreifen. Er versucht mal zu parieren. Ich guck gerade mal. Schild hat er nicht. Ne, wird auch nicht auf die 19 treffen. Ich mache einfach mal die... Was hat er denn in der Hand? Streitaxt. Ich würfel auf die 14. Nicht geschafft. So. Da kommen dann plus Sturmangriff, plus 4 wegen Gas und plus 4 wegen Sturmangriff. Also sind das dann 22 Schaden. 22? Zwergensilber 23, 33-fach geflammt. Alles klar. Wie viel Schaden? In den Schwertarm. Wie viel Schaden? 22 Schaden in 22 Schaden in den Schwertarm. Minus 2er Rüstung sind 20. Dann würfel ich gerade mal eine Selbstbeherrschungsprobe. Ach, nee, schafft er nicht. Oh, das sind 20 Schaden, 2 Wunden auf alle Fälle. Ich überlege gerade. Was hat er für eine Konsti? 14. Ja, dann 7, sind das 2. Dann ist das nur 2 Wunden. Aber er bricht trotzdem zusammen. Nicht tot, kampfunfähig. Zustand, 2 Wunden. Das war er. Er ist gerade wieder lustig am Spannen. Und damit treten 2 neue Leute auf den Plan, die jetzt gerade aus diesem Eingang kommen. Sehr schön. Das war mein 21, 23 Ronga. Hast einmal vorgezogen und Sturmangriff gemacht. Damit sind alle Aktionen weg. Genau. Nächste Kampfrunde 15. Kasim. Ja, Aktion, Position. Das war 1 zu 10, ne? Das heißt, ich komme bis. Bis 90 mit einer Aktion, freien Aktion Bewegung. Nach hier. Und jetzt muss ich kurz Entfernung messen. Ja, sehr schön. Die 4 Kollegen bei unseren Leuten. 4 Leute, Blitz. 4 Leute, okay, ja. Mhm. Das höchste MR plus 4. Ja, nimm mal sowas wie eine MR von 6. 6 plus 4 sind 10. Sag ich ein. Kann immerhin funktionieren. Easy. Easy? Aber halt wirklich easy. Gut gewürfelt. Ja. Damit sind das die... 14 in die weg. Zustand... Verschiedenes... Sie sind Zustand, Verschiedenes, verzaubert. Das war Kasim auf der 15. Warte. Die hatten vorgezogen, die hatten noch vorher miteinander gekämpft, gegeneinander gekämpft und auf alle Fälle ist Jupp oder Jörn, du weißt nicht genau, welcher von den beiden das ist, die sehen alle sehr gleich aus, Jupp oder Jörn ist tot. Die hatten vorgezogen und das ist schlecht. Zumindest Jupp oder Jörn umgebracht. Vergiss den 4. Schläger nicht, gell? Ja, das ist ja der. Also die behaken sich hier allesamt, aber die Flanke hat jetzt eben Jupp oder Jörn tot gehauen. Das ist das Problem. Ja, aber der 4. ist auch verzaubert. Ja, der ist auch verzaubert, genau. Aber er hat vorher hat er ihn noch tot gekloppt. So, dann. Wir dürfen 15, hier vorziehen. Genau, 16. Ja. Dann bin ich dran. Dann mache ich den Schwadenbeutel bereit und werfe ihn hier in die Tür rein. Also geh da hin, mach die Tür halt auf und werf ihn rein. Ja, bereit machen. Du ziehst ihn vom Gürtel? 6 Aktionen, ja. Kein Problem. Die Schritte zur Tür spare ich mir. Das ist halt egal. 6 Aktionen, die du brauchst. 6 Aktionen, so lang. Um was vom Gürtel zu ziehen und zu benutzen, entweder ein Heiltrank oder etwas anderes. Ja, 6 Aktionen.
Kann er eine FF würfeln, um es zu verkürzen? Meinetwegen. Ich habe eine FF von 11, das wird witzig. Alles klar, drei Aktionen. 16 ist durch. Travigor. Ja, der wird so langsam auch ungemütlich. Elender Schurke! Wuchtschlag plus 3. Wuchtschlag? Nicht geschafft. Ach, das ist natürlich bitter, ne? Dann zieh ich das mal vor. Möchtest du parieren? Ich greife dich zweimal an. Ja, ich würde gerne parieren, ja. Ja, du hast erstmal eine 3er Schwernis von deinem Wuchtschlag. Mhm. Und er möchte auch Wuchtschlag. Wuchtschlag 3. Weil das eben bei dir so gut funktioniert hat. Bei ihm klappt's. Sehr schön. Ich schaffe es nicht zu parieren. Ja, dann bekommst du 15 Schaden. Au. Ach, das ist ein Ritter, der ist gerüstet. Gar kein Problem. Kann ich das schippen noch? Wenn du einen Schicksalspunkt noch hast, ja, einen hast du. Okay, dann mach ich das. Ja, geschafft. Schade. Ist mir dann doch lieber. Ja, du siehst gerade, wie dein Leben an dir vorbeizieht. Du siehst Romulus noch vor dir, dann deine Abenteuer. Und das kann es doch nicht sein, dass du jetzt hier gegen so einen Räuber stirbst. Immerhin hast du die Blutgerbe überstanden. Ziehst deinen Kopf ein letztes Mal weg und Stahl, was auf Stahl prallt, anderthalb Hände auf die Streitaxt. Nicht so, Freundchen. Und die nächste Attacke. Er macht wieder einen Wuchtschlag 3, aber nochmal mit einer plus 4, weil er umwandelt. Schafft er. Ja, ich kann nichts mehr machen. Tja, kommt jetzt nochmal der Schaden, aber zum Glück keine 6 gewürfelt. Sind 10 Schaden. Wohin? Ja, auch da würfel ich noch gnädigerweise einmal eine Trefferzone Torso. Okay. Wenn es eine Wunde ist, Zusatzschaden, aber wenn nicht, dann nicht. Also Dosen ist Torso ja fast gut. Dann haben wir die Schläger fertig. Travigor ist durch. Darian. Genau, ich habe ja erste Aktion Waffe ziehen, ist ja klar. Und dann Aktion Bewegung so zu ihm. Ja. Der kann mich jetzt wahrscheinlich unterbrechen irgendwo. Genau, er wird auf alle Fälle vorziehen und das unterbrechen. Genau, also werden wir wahrscheinlich hier irgendwo stehen. Genau. Aber er muss dafür sich auch zu mir bewegen. Ich darf ja nicht. Ja, genau, er hat eine Aktion Position und dann greift er dich an. Ja, okay, gut. Dann und du hast deine Aktion Position benutzt und dein Schwert gezogen, also du hast keine Parade mehr offen. Richtig, genau. Gut, dann hau ich dir mit einer Streitaxt plus 6, Wuchtschlag 6, hau ich dir voll in den Bauch. Und bedenke du kannst die 4 Punkte Erschwernis für Position. Du kannst drunter durchtauchen, aber bist auf alle Fälle erstmal im Kampf mit ihm und seiner Streitaxt, kannst auf alle Fälle unter dem ersten Streich durchtauchen. Das hätte richtig wehgetan. Ja. Dann habe ich Darian durch, auf der 16, auf der 18, die 21. Jetzt muss ich mit meinen Leuten handeln, und zwar einer hierhin, einer schafft er nicht ganz, aber mit den freien Aktionen Schritt geht er jetzt auf alle Fälle auf Niam Rogel, die Weibelin, die einzig Kompetente. Das ist die Aktionposition, die anderen sind blind, die stochern gerade nur hin und her, werden jetzt aber wohl auch durch Niam und so weiter verletzt zumindest 2. Ich nehme mal 2 aus dem Rennen, die sind tot, dank dem Blitz. Size, Zustand, tot. Ach, ich bin doof, ich habe einen Indie mehr. Ich habe meine Indie von meiner. Ach, ich habe jetzt einen Indie mehr wegen Waffe. Anderthalbhänder. So, das sind die Räuber. Dann habe ich noch Ronga. Ronga am Kampf, Streitaxt. Du hattest mich unterbrochen. Ich würde dir ganz gerne eine Parade möchte ich haben und einen Wuchtschlag 6. Ich treffe. Du liegst mit Wundschmerz am Boden. Du hast deine Selbstbeherrschung nicht geschafft. Ist das so? Stimmt. Verdammt. Der hat 2 Wunden. Richtig, der hat 2 Wunden. Ich überlege gerade, wie kann ich ihn aus dem Kampf nehmen? Er ist nicht tot. Ich tue ihn auf. Ja, ich werde ihn auch jetzt erstmal ignorieren, wenn er zu Boden fällt. Ja, passt. Nee, richtig, der ist raus. Der oben spannt seine Armbrust. Die anderen haben sich schon bewegt. Dann bin ich fertig mit der 21, 23 Ronga. Möchtest du eine Gewandtheit oder so von mir haben, wenn ich über ihn rübersteigen möchte, mit freien Aktionen? Nee. Er ist nicht im Kampf, er ist kein Hindernis mehr. Springst einfach drüber. Kannst ihn von den Bauch treten oder so. Ich sehe gerade, die zwei scheinen ja tot zu sein. Ich gehe sonst mit 3 freien Aktionen, die ich ja habe, dank meiner Inni, hier Richtung Kasim. Mhm. Und setze dann, ich schaue, aus welchem Winkel ich das am besten machen kann. Komme ich hier mit einem Sprung rüber, um einen Sturmangriff gegen den anzusagen? Sturmangriff durch den Stall, da will ich aber, was will ich denn da haben? Körperbeherrschung, Athletik. Das ist, da will ich eine Athletik. Athletik. Okay.
Das ist keine Körperbeherrschung. Immer für Akrobatik. Nee, Akrobatik ist es nicht, es ist Athletik. Ja. Zwei Punkte? Ach, na gut. Na gut. Du strauchelst ein bisschen, du bekommst aber nur die Hälfte deiner Geschwindigkeit angerechnet und nicht die ganze. Okay, das heißt plus zwei. Genau, anstatt der plus vier. Dann gebe ich dir den Angriff. So, da kommt noch eine plus vier drauf. Das wäre dann nicht gelungen. Ja, dann bekommst du einen Passierschlag. Sehr geil. Du bist aufmerksam, ne? Ja, bin ich. Und ich habe Kampfreflexe, also plus 10. Rondra Willis. Ja, du bist plötzlich wieder im Nahkampf. Er hatte sich eher auf Richtung Niam orientiert und wollte ihr den Rücken hieben. Plötzlich tauchst du auf, springst mit einem wilden, barbaren Sprung irgendwelchen Göttern auf den Lippen über so eine Holzplanke an dem Gebüsch vorbei und willst ihm dein eigenes Schwert in den Kopf rammen. Taucht er dort dadurch, hebt dir selber mit einem Pling gegen die Rüstung und nächste Kampfrunde. Kasim. Deine Geblitzten müssen zuerst. Ja, die hieben und stechen und versuchen, sich irgendwie zu wehren. Niam tritt über die eine Person rüber und sticht den erstmal tot hierhin und der andere sticht mit seiner Hellebarde den anderen tot. So, Zustand. Warte. Noch nichts tun. Tot. Und Zustand tot. Und aus dem Turm tritt eine weitere Gestalt, die eine ganz andere Aura zu haben scheint. Denn sie besitzt einen Rondra-Kamm, eine leichenblasse Kreatur, unter einer Kutte verborgen. Der Ghoul. Mein Turm oder der andere Turm? Der andere Turm. Oh, schade. Tritt aus der Turmruine raus, blickt sich einmal rum, orientiert sich und die anderen beiden haben sich bewegt. Rongar wird als die Gefahr wahrgenommen und er geht auf Rongar zu. Soll ich zuerst, weil ich habe ja niedrigere Inni? Ja, du bist